Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und wir sind zurück in Joins for Fever 2. Schauen hier gerade dem ehemaligen roten Pfeil zu, der jetzt hier fährt. Mit seinen zwei Triebwerken. Ach Gott, das sieht so modern aus. Okay, mit dem Feldweg daneben. Ja, vielleicht sollten wir das endlich verändern. Ich habe da vorhin gerade, bevor ich aufgenommen habe, nochmal einen dieser Züge verkauft, weil das ja ein bisschen überdimensioniert gewesen ist. Oder habe ich vielleicht sogar zwei verkauft? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe danach noch ein paar andere Sachen rumgeschaut und geguckt und gemacht. Oh. Oh. Ah ja, das ist der Stau hier. Ugh. Ha. Das macht es nicht besser hier, was ich jetzt gerade tue, aber ich möchte es einfach tun, damit es besser aussieht. Wenigstens. Es funktioniert immer noch. Es ist genauso dysfunktional wie jetzt eben gerade auch noch, aber es sieht einfach besser aus. Was? Brückenpfeiler? Ah, jetzt. Da möchte ich doch wirklich sehr bitten. Das geht doch alles. Brauchen die wieder eine extra Einladung. So. Wir werden auch innerhalb der Orte jetzt gerade das noch ausbauen. Achso, was soll denn das aber auch, dass die immer diese kleinen Straßen ausbauen? Ihr macht mich fertig. Außerdem habe ich, wie letztes Mal am Ende angekündigt, hier in Gau Angeles, wo wir uns hier gerade befinden, habe ich den öffentlichen Verkehr bis weiter ausgebaut. Die Busse sind wohl noch unterwegs, die kommen hier gerade eben erst. Ich habe jetzt hier, guck doch mal eben rein, oh, achso, man kann es kaum erkennen. Das sind zwei Linien hier. Eine in Lavendel, die man so gut wie gar nicht sehen kann. Gott, zweimal so Pastellfarben hier. Ist ja niedlich. Machen wir es auf wenigstens so. Sieht man besser. Ach ja. Zwei Außenkreise in jeweils eine Richtung. Und der Innenkreis auch in beide Richtungen. Also vier Linien haben wir jetzt hier. Das dürfte eigentlich die Nutzung hier ein bisschen besser verbessern. Vielleicht im Moment jetzt noch nicht, aber wir waren auf 4%. Zum Beispiel auf 5%. Das wird schon noch werden. Gut. Was wir heute machen, ist, wir packen jetzt mal ein bisschen. Oder wir wollten. Ich wollte endlich mal diese Stahl- und Warengeschichte irgendwie anpacken. Wir haben ganz oben im Norden immer noch diese Warenfabrik, die ich seit Ewigkeiten befeuern will. Deswegen ist ja unter anderem der Bahnhof auch da. Ich habe mir vorhin ein bisschen Gedanken gemacht und überlegt und gemacht, aber ich glaube, wir gucken das gleich auch zusammen nochmal an, damit ihr das nachvollziehen könnt, weil so ganz sicher bin ich mir noch nicht. Was wir als allererstes machen, ist, dass wir hier auf diesen Flughafen Getreide drauflegen. Das bietet sich an, weil ich bin heute nur am Rumfliegen hier. Diese Lebensmittelfabrik hier noch nicht ganz ausgelastet ist. Die wird gerade beladen von zwei Bauernhöfen. Diesem hier und diesem hier. Und es reicht nicht aus. Also lassen wir den Flieger noch was mitnehmen. Die Infrastruktur ist ja da. Der Flieger fliegt ja und der fliegt im Moment leer zurück. Und das ist doof. Und deswegen machen wir das auf ganz einfache Weise, dass wir da eine kleine Linie hinmachen, die dann hier ja, Getreide darüber bringt. Ja. Da wird es voll hier so langsam auf dieser Strecke. So. Gut. Das bringt mir schließlich Geld ein und Geld ist schön. Wo sind wir hier? Ach da. Okay. Auf dieser Seite sind wir schon glücklich. Oh, es sind schon zwei Linien drauf. Stimmt, ich erinnere mich, da war was. Okay, eine Linie muss da drauf. Das war es ja im Prinzip schon. Dann noch ein paar LKWs drauf. Und keine Straßen gebaut, kein nichts gemacht. So einfach kann es sein. So, jetzt macht er mir wieder dieses Lavendel, was man nicht sehen kann. Getreide. Flughafen. Ach, komm her, du. So. Haben wir irgendwo ein Fahrzeugdepot? Straßenfahrzeug. Da haben wir es doch. Wunderbar.
Wie habe ich das jetzt genannt? Das da. Was? Passt nicht. Ja. Okay, das war falsch. Ich sehe es ein. Oh mein Gott. So was passiert mir nicht sehr oft. Aber gut. Zum Glück gibt es da eine Warnung. Gut, da gucken wir aber jetzt gerade dort diese Linie an. Was für eine Rate die bringt. 255. Ist sogar fast ein bisschen viel. Wir verkaufen den Kollegen hier wieder. Wir brauchen nur 200. Jetzt passt's. Jetzt ist gut. Okay, du darfst anfangen, mein werter Freund. Er ist schon auf 150 Versand. Ah, es läuft. Es steigt an. Ich wünschte mir so einen Elan und so eine Motivation auch bei meinem Steinbruch ganz unten im Süden, wo es so ganz langsam ansteigt. Okay, wunderbar. Was sagt denn diese Straßenbahn hier? Ah ja, ist halbwegs beladen. Die ist sogar vollwegs beladen. Wow. Jetzt mal kurz rein, wie das so aussieht hier als Straßenbahn. Mitten durch die Landschaft zu fahren. Ist immer noch irgendwie merkwürdig, dass sie das machen oder dass sie so Überland-Trams hier haben. Hi, hi! Gute Fahrt! Ja, gut, läuft. Eine kleine Sache habe ich doch vergessen. Nicht in diesem Flughafen. Oh, da stehen sogar schon welche. Zwei Leute. Oh, der Karl landet. Mit 5 Ziegeln beladen. Ich krieg zu viel. Der beknackte Steinbruch da unten. Der soll endlich mal ein bisschen was bringen hier. Ist ja wohl nicht wahr. Was mit dir? Ja, der würde gerne Ziegel mitnehmen. Kann er nicht. Weil die unten nicht in die Gänge kommen. Also, nee. Mein Gott. Ja. Ganz wichtig ist mir eben erst aufgefallen. Wir haben jetzt eine Linie, die zwischen diesem Flughafen und dem da oben, dem hier, verkehrt. Für Passagiere, eine Passagierlinie. Wir haben letztes Mal auch eine Zubringerlinie gebaut für Straßenbahnen. Und was ich nicht gemacht habe, ist Fahrzeuge einsetzen. Ein Fahrzeug ist drauf, weil das schon vorher da war. Was? Nichts wartend? Achso, habe ich abgerissen. Kann weg. So, hier. Eins ist drauf. Diese Linie ging früher vom Bahnhof hier hoch an den Hafen. Und jetzt habe ich sie eben letztes Mal verlängert hierhin. Und es ist trotzdem nur ein Fahrzeug. Rate 26. Geile Sache. Sehr schön. Den Kollegen werden wir wohl verkaufen. Nein, wir kaufen erst. Ich würde sagen, wir kaufen erst Straßenbahnen. Ach, so irgendwas mit. Das Depot finden. Wo wollen wir das denn haben? Ich würde das jetzt an den Flughafen setzen eigentlich, aber da ist kein Platz. Oh, das sieht auch doof aus. Geht das so? Naja, komm. Es geht. Sieht ein bisschen holperig aus hier, aber die kriegen das schon hin. Gott. Die Cobra schlängelt sich mit 4 Gelenken durch die Stadt. Ja, das ist wohl eine Stadt-Tram. Wir brauchen aber eine Land-Tram, eine schnelle. Wir nehmen diese hier, dieses Skoda. Da sind wir ja gerade eben auch schon drin gesessen. So, 4 Stück reicht wahrscheinlich erstmal. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Elektrifizierte Gleise fehlen. Hier ist es nicht. Irgendwo fehlt es anscheinend. Oh, jetzt, ich bin ein Trottel. Weg! Ich wollte eigentlich hier draufklicken. Oh Mann. Oh, da fehlt es. Tatsache. Gut, sonst ist überall da. So, ihr Lieben, jetzt nochmal versuchen. Ah! Es fehlt immer noch. Kann doch nicht wahr sein. Irgendwo habe ich was vergessen. Ach Gott, die sind Gleise da, aber sie sind nicht elektrisch. Jetzt bitte. Ihr wollt mich fertig machen. Das darf doch nicht wahr sein. Wie kann das sein? Wobei, da fahren auch welche. Was? Einer hat es rausgeschafft, die anderen nicht.
Das gibt's doch nicht! Wo? Wo ist die Linie denn? Hä? Wird gar nicht mehr angezeigt. Achso, okay. Wohnstrauß, Bus, Trambahnhof, wo ist das denn? Das ist ein Signal. Punkt 6. Kann nicht erreicht werden. Warum? Also nee, so Probleme habe ich sonst nur mit Gleisen. Ach, ach Gottchen, hier fehlt ein kleines winziges Stückchen. Oh nee, jetzt sitze ich eine halbe Stunde rum und krieg das da nicht gebacken hier. Das darf die Fahrt sein. Jetzt komm aber. Rauf jetzt. Okay. Jetzt sind sie unterwegs. Aha. Aha, aha. Es sind schon Leute geladen. Achso, die sitzen im Bus wahrscheinlich. Da warten wir ab, bis der am Bahnhof angekommen ist und seine Leute abgeworfen hat. Und dann verkaufen wir ihn. Gut, also ich bin mal gespannt, ob das funktioniert hier. Was mit euch? Hafen. Das Ding muss jetzt eigentlich Flughafen heißen. So, es sind auch einige, die da warten. 37 Leute wollen gerne zum Flughafen. Also das wird wahrscheinlich schon ganz gut werden noch. Sehr schön. Ich bin entzückt, liebe Leute. Oh, jetzt fahren sie alle in die gleiche Richtung. Ihr macht mich fertig. So, drehen wir den mal um. Und während wir den hier noch fahren lassen, bis er am Bahnhof ist, falls ich es nicht vergesse, überlegen wir jetzt mal ein bisschen rum, wie wir das hier mit dem Stahl und dem Waren-Dings da machen wollen. Also ich hatte die ganze Zeit überlegt, ob wir dieses Stahlwerk hier nutzen sollen. Aber so richtig passt mir jetzt gerade nicht. Die andere Sache ist ja auch, dass wir auch Öl brauchen für Kunststoff, das wir da oben eventuell herstellen könnten, aber nicht müssen. Wir müssen auf jeden Fall hier diese Chemiefabrik nutzen. Was ich mir gedacht habe, ist, wir haben hier zwei Ölquellen relativ nah beieinander und hier haben wir noch diese Ölraffinerie, das könnten wir auch nutzen. Oh, der Ölbus ist auch noch ein Stahlwerk. Vielleicht kann man das irgendwie miteinander in Beziehung bringen. Kohle haben wir hier auch zwei Stück. Ach, das sieht aber eigentlich gut aus. Erz hier unten. Ja, also was ich überlege ist, dass wir diese beiden Ölquellen hier nehmen, hier reinschütten in die Raffinerie und von der Raffinerie aus bringen wir das Zeug dann irgendwie über die Berge hier. Je nachdem, wie das hier aussieht, müssen wir mal schauen. Ja, schon etwas harsch für einen Zug. Vielleicht etwas harsch. Ja, ich weiß nicht. Bringen wir das von hier zum Flughafen. Ein Flugzeug transportiert es dann da hoch. Hier hin. Und dann müssen wir es dann halt doch in die Chemiefabrik bringen. Und das Ganze wieder zurück hier zur Warenfabrik. Ja. Und wir könnten dann das Erz aus dem Eisenerzbergwerk auch an den Flughafen schicken. Und da verkehrt ja sowieso ein Flieger dann zwischen hier und hier. Der eben das raffinerierte Öl da hochbringt, der kann dann auf dem Rückweg Eisenerz mitnehmen. Die LKWs oder der Zug oder was auch immer das sein wird, die. Ah, nee. Nee. Die das Öl zum Flughafen bringen von hier unten, die könnten auf dem Rückweg das Eisenerz mitnehmen, weil das passt nicht gut. Moment mal. Ah, nein, er war am Bahnhof und ist jetzt wieder auf dem Rückweg. Alter, verkaufe ich den jetzt. Voll beladen. Nein, ich verkaufe den nicht. Voll beladen, da kann ich nicht verkaufen. Ja, das passt nicht gut. Also Eisenerz mit Kesselwagen transportieren funktioniert nicht gut. Ich könnte natürlich, wenn ich LKWs nehme, die nehmen, die alles transportieren können. Aber ist ja schade.
Hier, ja, das Stahlwerk hier. Ich weiß auch nicht. Na gut, also was wir auf jeden Fall schon machen können, wäre hier, dass wir dem Öl regeln. Das passt einfach zu schön hier. Ist nur die Frage, wie wir das hier machen. Also hier können wir auf jeden Fall eine LKW-Verbindung machen. Wir bringen das Zeug von hier dahin und haben hier 800 Öre Gluckern. Lohnt sich da ein Zug? Da wird sich vielleicht eine Gütertram lohnen. Hier unter der Brücke durch. Passenderweise. Dann sagen wir, wir fahren hier am Ort vorbei, außen drumherum. Und dahin. Wird irgendwann sowieso eingeholt werden vom Ort. Stockach wird da ranwachsen, denke ich mal. Aber er sollte das hinbekommen. Das können wir auch jetzt gleich machen. Dann haben wir das Öl schon mal raffineriert. Dann können die sich schon mal dran gewöhnen. Ja, wir machen das jetzt einfach. Was? Da ist wieder einer ausgestiegen. Der hat Angst bekommen. Hat vielleicht Flugangst. Will nicht zum Flughafen fahren. Gut. Ja, da bauen wir jetzt hier mal eine Straße hin. Eine größere. Stopp! Das müssen wir hier anmachen. Damit wir uns hier ein bisschen nach der Landschaft richten können. Ist natürlich wieder schwer zu erkennen, wie es hier aussieht. Ich kann die Höhenlinie hier wieder nicht sehen. Das ist ein Mist. Ja, gut. Machen wir es dann doch mal so. Aha. Hier geht's steil runter dann. Wir fahren hier weiter. Möglichst nicht ganz senkrecht zu den Höhenlinien. Ich hoffe, das lässt sich am Ende so halbwegs sehen hier. So, jetzt geht's bergab. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. So. Schöne Fahrt durch den Wald. Ja, da können wir gerade LKWs draufsetzen. Ja. Stopp, wir können mal wieder diese Dinger hier nehmen. Diese kleinen hier. Die sind ja eigentlich auch ganz nett. Was Kollision? So doof. Ja, so. Das wäre aus ein bisschen länger. Ist so still hier. Ist überhaupt nichts los. Ach Gott! Der ist leer, der Bus. Der hat die alle abgeworfen und fährt jetzt leer. Ach komm, der wird ja verkauft. Der ist nur zum Hafen gefahren. Ich bin enttäuscht. So. Okay, da werden Ölfässer stehen. Deswegen müssen wir das nicht unbedingt auf irgendwas, auf so ein Podest draufstellen. Auf den Boden machen wir das direkt. Was haben wir da jetzt da? Asphalt oder was? Boden, Asphalt, Kies. Machen wir mal Kies. Das ist genau richtig für so Fässer, würde ich sagen. Okay. Hier. Könnten wir noch eine Autobahnauffahrt oder was hinmachen? Sieht dann besser aus. Ist zwar ein bisschen blöd jetzt hier. Moment mal, ich habe hier gerade eine neue örtliche Verbindung gelegt. Die gab es bisher nicht. Das war ja nicht da. Das heißt, die haben jetzt eine Chance von Hameln nach Stockach zu kommen.
Und das werden sie theoretisch nützen wollen. Geht natürlich nicht, wenn das hier eine Einbahnstraße ist. Wollen wir denen das erlauben oder nicht? Vorgesehen war es eigentlich nicht. Ja, diese Straße endet auch im Nichts. Wir können diese Straße weiterbauen. Vielleicht nutzt ihr das. So, die habe ich abgerissen, als wir den Steinbruch gebaut haben, wahrscheinlich. Vor Äonen gefühlt. Ah ne, die Verbindung ist trotzdem nicht da. Natürlich nicht. Ah, ich bin ein Trottel. Das ist ja eine Schiene hier. Das ist ja keine Straße. Na gut. Ah. Und eigentlich wollte ich denen das nicht unbedingt erlauben, dass die jetzt hier langfahren. Das ist so nicht gewollt. Also lass es mal so. Das können sie jetzt auch nicht. Sie können jetzt theoretisch von Stöckach darüber fahren. Nach Hameln, aber nicht von Hameln und dahin zurück. Ich weiß auch nicht, Mensch. Ach, na gut, wir erlauben denen das mal. Wir erlauben das. So, vielleicht nutzt es auch wirklich gar nicht unbedingt. Okay. Hier brauchen wir dagegen wieder eine Plattform, die ein bisschen größer ist. Da wird schließlich Rohöl abgeliefert. Ja, wird abgeliefert und abgeholt. Vielleicht machen wir da ein bisschen eine größere Plattform hin. So, mit zwei Ein- und Ausfahrten. Halt, stopp. Wir machen das erst ein bisschen länger. Auf dem Teil da oben soll das Öl angeliefert werden, soll dann rübergeladen werden auf diese Plattform und von dieser Plattform aus soll es dann abgeholt werden, um dann zur Raffinerie zu fahren. So ist der Plan. Mal gucken, ob es funktioniert. Oh, was ist los, Bier? Ich treffe halt einfach nicht. So. Sieht merkwürdig aus. Sieht merkwürdig aus, aber gut. Es passt. Es funktioniert alles. Das ist das Wichtigste. Ja, da können wir eigentlich auch schon gerade unsere LKWs draufsetzen. Ich glaube, wir werden noch eine Weile damit beschäftigt sein, mit dieser Warenfabriksgeschichte. Aber es ist wirklich notwendig. Ich habe bis jetzt noch keine Waren auf dieser Karte. Das ist unglaublich, oder? Müssen wir wirklich machen. So. Schöne Tank-LKWs. Mua, lecker, lecker. Moment, das wird ja noch gar nicht funktionieren. Ich trottel, das wird natürlich noch nicht funktionieren, weil das noch nicht verbraucht wird. Also gut, ich werde sie trotzdem schon mal zuweisen. Das funktioniert natürlich nicht. Öl, Rohöl zuliefern. Ja, also da müssen wir uns beeilen, weil hier passiert überhaupt nichts. Wir müssen jetzt gucken, wie wir das Rohöl von diesen beiden Rohölquellen darüber bekommen. Ich habe gerade gesagt, wir könnten das mit einer Tram machen. Gütertram. Ich weiß überhaupt nicht, was wir da jetzt gerade so haben. Haben wir mal irgendwo so ein Tram-Depot hier? Eliane? Eliane haben wir. Ja, aber was kann die? Wie schnell fährt die? Die Eliane? 80 km/h immerhin. Elektrisch. Transportiert. Achso, klar, ist ja auch ein Spezialteil. Wir könnten diese hier kaufen. Kaufe die mal. Ich will mal wissen, wie viel die tragen kann. 70 Rohöl, das ist doch schon mal was. Das ist ein Wort. 80 km/h. Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Vielleicht nehmen wir die. Schauen wir mal, wir prüfen nochmal, wir lassen die Kommission nochmal prüfen hier.
Aber es ist halt schon ein weiter Weg. Weiß ich, macht man das wirklich mit einer Tram? Oder doch eher gewesen sitzen? Na, wir machen das auch mit einer Tram, die hat mehr Kapazität. Wir müssen halt jetzt noch ein bisschen eine Straße hier bauen. Ach, guck an, da geht's schon los. Die Elfriede. Fährt hier nach. Wo ist man da? Hameln? Ja, jetzt wo der Weg offen ist, da brechen alle Dämme wahrscheinlich. Noch nicht. So schlimm ist es noch nicht. Gut, also wir fahren bis zu dieser Kurve und da haken wir uns dann los von der Straße. Wir brauchen ein elektrisches Tramgleis. Wir fahren hier außen drum rum. Oh ja, das sieht nett aus. Der Zug passt gerade so drunter durch. Oh, das sieht wirklich nett aus. Irgendwie, das hat was. Gefällt mir gut. So, jetzt machen wir das Ding hier wieder an, dass wir da besser erkennen können, wie das hier läuft. Nochmal aus. Ja, scheint zu passen. Ich glaube, wir können darauf vertrauen, dass das Ding das hier macht. Ich mag das, diese Straßen so entlang der Höhenlinie zu führen, weil das dann so organisch aussieht. Jetzt kann ich wieder nichts erkennen, wie es hier, wie die Höhenlinien hier sind. Ah. So. So, und hier fahren wir jetzt langsam wieder runter. Lassen den Ort atmen. Dass er sich noch ein bisschen ausdehnen kann. Und wir fahren ganz schick hier außen rum. Es war ein kleiner Umweg, aber... Ach, das Auge fährt ja mit, liebe Leute. Ah, oh, was habe ich hier gemacht? So. Und da sind wir auch schon. Wie schaut's aus? Organisch. Wie gewünscht, organisch. Ja, es hatte wirklich, wirklich weite Strecke für so eine Tram, ich weiß nicht. Da hätte sich vielleicht auch sogar ein Zug angeboten, oder, liebe Leute? Das ist zu weit! Ich reiß das wieder ab. So ein Mist. Ich reiß das alles wieder ab. Da muss ein Zug hin, liebe Leute. Ich hab's mir anders überlegt. Mann! So, liebe Leute. Ich habe das jetzt ohne euch gemacht. Ich wollte euch nicht zumuten, die gleiche Strecke zweimal zu bauen. es ist hier... Es sieht jetzt so aus. Ich habe jetzt hier den zweiten Straßenzugang weggemacht. Ist ja auch nicht mehr notwendig. Das ist alles miteinander verbunden hier. Ein Gleis haben wir darüber. Schön unter der Brücke durch. Ich würde sagen, da lasse ich es vielleicht auch erstmal bei einem Gleis. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich zwei bauen. Hier muss ich ein bisschen von der Trasse abweichen, die wir hier für die LKWs gemacht haben, für diese Straße. Das ging nicht anders. Aus Gründen. Eine Brücke haben wir ja trotzdem, aber hier geht es dann schön durch den Wald. Und hier noch einmal durch den Tunnel. Genau. Hier dachte ich, ich halte mir die Option offen, dass wir da eventuell noch weiterfahren können. Je nachdem, wie wir hier das mit dem Öl machen wollen, müssen wir mal schauen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen den Wald in Ordnung bringen. Und dann gucken wir, dass wir da noch einen Zug draufstellen. Okay, also, dann brauchen wir ein Depot.
würde sagen, wir stellen das mal hier hin. Weil das ist ein absoluter Außenpunkt hier. Außenstandort. Da werden wir nie wieder einen Zug bauen. Besser ist, wir machen das irgendwie hier hin. Da wird es wieder Stress geben mit Tunnel und meh und meh. Oder ich baue den Bahnhof ein bisschen um, mache hier den Kopfbahnhof weg und mache das hier irgendwie an die Seite ran und dann kommen wir hier ein Zipfelchen rausmachen, wo das Depot dann ranhängt. Das werde ich mal gerade eben machen. So. Also theoretisch wollen wir hier weiterfahren. Theoretisch, um da zum Flughafen zu kommen. Hab's mir noch nicht genau überlegt. Ihr könnt mir gerne eure Kommentare da lassen, ob ihr zwischen hier, Gott, zwischen hier der Ölraffinerie und dem Flughafen hinten einen Zug haben wollt. Oder nicht. Ich denke, es wird eher ein Zug, jetzt nachdem wir das eh schon gebaut haben. Und genau, jetzt brauche ich hier noch das Depot. Wie bauen wir das denn jetzt am besten dahin, dass es in beide Richtungen geht? Vielleicht so. Es muss ja nicht schnell sein. So, der Caller rein theoretisch das irgendwie so dann hinmachen, falls notwendig. Gut, wunderbar. Also, das läuft alles. Passt soweit zusammen. Wir stellen jetzt hier noch einen schicken Zug zusammen. Wahrscheinlich wieder mit dieser Lok hier. Wie immer. Ja. Die kann das einfach gut. Wobei, die kommt, glaube ich, an ihre Grenzen. Sobald wir hier diese größeren Kesselwagen nehmen. Oder wir gucken mal, ob wir da vielleicht die 160 schaffen könnten. Das wäre doch was. Ich habe jetzt natürlich keine Hochgeschwindigkeitsgleise genommen. Aber rein theoretisch steht dem nicht unbedingt was im Wege, dass man hier schneller fahren könnte als 120. Aber die Strecke ist nicht lang. Die Strecke ist nicht lang, nee. Wir machen das auf altherkömmliche Weise. So. Soll schön lang werden, es fährt ja erstmal nur eine. Mittelmäßige Leistung. Wollen wir noch eine zweite Lok davor hängen? Es hatte mir jemand in die Kommentare geschrieben, ich weiß nicht mehr, wer es war, dass es zumindest in Deutschland auch üblich wäre oder vorkommt, dass man Loks verwendet, die viel schneller fahren könnten als ihre Waggons, allein weil sie stärker sind. Vielleicht schauen wir nochmal. Also die hat 1900 PS, 2000 PS ungefähr, 200 Zugkraft. Da wäre diese Beispiel vielleicht besser geeignet. Hängen wir die mal ran. Ausgezeichnet, sagt er mir. Da könnte man sogar noch einen Waggon hinten ranhängen. Ach sowas, das passt doch perfekt. Immer noch gute Leistung. Ich denke, das ist okay. 225 Kapazität. Ah ja, jetzt. Her damit. Okay, Name. Ein Heinrich, oder? Liebe Leute, wir bräuchten noch einen Heinrich. Den Rüpel-Heinrich. Sehr schön. Ja, Heinrich, wunderbar. Herzlich willkommen auf der Karte. Wir bauen eine neue Linie. Zwischen hier und hier. Und jetzt dürfte es rein theoretisch gleich schon losgehen, dass die hier... Ah ja, da geht's los. Ich sehe schon das erste Ölfass hier stehen. Sehr schön. Öl zu... Zulieferung. Ich kann heute nicht schreiben. So, Ölzulieferung. Von hier aus klappt das schon. Steht schon da, dass er versendet werden wird. Hier auch. Ah, ist ja wunderbar. Moment mal. Rate 448. Da können wir vielleicht noch einen rausnehmen. Oder wir lassen ihn drin. Wahrscheinlich wird es zu wenig sein, wenn ich einen rausnehme. Oder? So, was haben wir jetzt für eine Rate? Zeig mal her. Viel zu wenig. Wir brauchen doch einen mehr. Dann lieber ein bisschen zu viel als viel zu wenig.
gut, liebe Leute, jetzt habe ich ein bisschen überzogen. Wir lassen die Dinge ihren Lauf gehen. Wir müssen dann nächstes Mal schauen, wie wir das raffinerierte Öl zum Flughafen bringen. Lasst mir gerne eure Kommentare da, wie ihr das gerne hättet. Also wenn wir, ich weiß nicht, also wenn wir jetzt einen Zug machen, der kommt da irgendwie, also es war geraten, fährt er irgendwie so und kommt dann irgendwie so in dieser Richtung hier an oder vielleicht auch so in dieser Richtung. Und wir haben hier schon eine Brücke, wir haben hier eine Brücke. Es passt nicht recht, dass wir das Zeugs dann irgendwie bis zum Flughafen fahren können. Vielleicht könnte was, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier unten drunter durchfahren und hier sozusagen zum Hafen hinfahren. Dann hätten wir so ein Frachtdrehkreuz, obwohl das natürlich ein Passagierhafen ist. Aber trotzdem, wir könnten das hier anliefern und dann eben von hier aus irgendwie darüber liefern lassen. Das könnte ich mir noch vorstellen, aber sonst mit dem Zug, also mit einer neuen Brücke, das glaube ich, sehe ich so nicht wirklich. Gut, liebe Leute, ich hoffe, es gefällt euch, was ich gemacht habe. Und ich hoffe, euch gefallen meine Planungen hier. Schande, da ist ein bisschen was los hier. 206 Leute, oh mein Gott. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und ich freue mich auf übermorgen. Macht's gut, bis dann, eure Lucida, tschüss.